nog brengen. Immer een film. Wil je een stomp anzünden? In diesem Video geht es um sinnvolle Beschäftigung und die Auslastung des Familienhunds. Wir zeigen euch hier jetzt ein paar Szenen, was wir so mit unserem Aragon angefangen machen, wie wir uns mit ihm so ein bisschen beschäftigen und das Gefühl haben, was ihm gut tut so für die Auslastung. Also wir haben viel gehört, dass wir jetzt spezifisch aktive Hunde, Rassen sehr muss auslasten und sie brauchen und jeden Tag einen Zirkus muss machen, für dass sie eben ausgelastet sind. Wir haben aber auch schon das pure Gegenteil gehört, dass man es eben nicht sollte, zu fest auslasten und es eigentlich auch ein bisschen zur Ruhe kommen. Und wir sind jetzt da eigentlich so ein bisschen selber am herausfinden, was unserem Hund gut tut und was er braucht. Uns ist sicher wichtig, dass er wohl ist, dass er ausgeglichen ist und dass er eine gewisse innere Ruhe entwickeln kann. Also, das hat ja nichts damit zu tun, dass er nicht aktiv sein darf. Das bringt er, glaube ich, selber mit. Aber dass er wirklich eben auch daheim kann zur Ruhe kommen und entspannt sein. Und für das haben wir so ein bisschen herausgefunden, aber Kopfarbeit ist sicher etwas, was wichtig ist, abgesehen von der Bewegung. Also, Bewegung ist sicher sehr wichtig, schon nur allein für Gelenke und für Muskeln und all das, und für den ganzen Kreislauf. Und das ist ja auch ein Bewegungshund, der braucht seine Runden, die er kann drehen und säckeln. Aber es geht nicht nur darum, mit ihm spazieren oder säckeln und auspowern, sondern er braucht auch etwas, das er den Kopf brauchen kann, ein bisschen studieren und nicht einfach reinschiessen. Er muss die Nase können brauchen, er braucht soziale Kontakt mit Hunden, mit anderen Hunden, aber auch mit Menschen. Also ganz viele verschiedene Sachen. Links. Und dort hat sich jetzt für uns, glaub, so eine gewisse Mischung bewährt. Gut. Sitz. Warte. Komm. Hier. Genau, wir können ja den Hund eigentlich auch überreizen, indem dass man zu viel macht mit ihm. Also, dann legen wir auch mal einen Ruhetag ein mit ihm. Und jetzt geht es so Szenen, wie wir hier sehen. Ist sehr gut auch für die Bindung zum Hund. Also hier hat er jetzt auch gelernt, dass man aufsteigen kann an einem Ort. Dass man eben auch höher raufkommt mit der Nase. Und jetzt geht speziell hier auch mit dem Holz, wo alles so fest schmeckt. Hat er jetzt am Anfang ein bisschen mehr Mühe gehabt mit dem Gudeli suchen. Aber da hat man ihm geholfen und eben, das ist dann auch für die Bindung sehr gut. Hier. Ja, es gibt wieder Vertrauen, oder? Also man hilft einander, man ist ein Team. Sich zusammen freuen. Also das nimmt er ja alles auch wahr. Ja, super! Such, Aragon, such. Sehr viel ist ähnlich wie bei der Entwicklung eines Kindes. Ohne den Hund natürlich zu vermenschlichen. Ja, das ist ein guter. Das ist ein guter. Er findet wieder Sachen raus, das gibt ihm ein Selbstwertgefühl. Er muss es dann nicht irgendwie anders kompensieren mit irgendwelchem Proletengehabe oder Unsicherheits. Aggression oder so. Ja, ich denke, das ist für uns das, was ihn ausgeglichen macht. Muss sicher nicht jeden Tag sein, aber probieren wir schon immer auch wieder regelmässig einzubauen. Und das sind ja eigentlich auch relativ ruhige Elemente, die wir hier einbauen. Also das ist nichts Nervöses und Hektisches, sondern er muss wirklich den Kopf brauchen und überlegen und nicht einfach reinschiessen. Ja, was? Chef, bist du da ins Wasser? Das ist das Wasser. Das ist das Wasser ein bisschen. Jetzt wollte ich nicht mehr rein. Es ist eben auch speziell, haben wir so ein für uns auch gemerkt, auch während dem Spaziergang ist es auch sehr wichtig, dass der Hund immer auf das Herrchen, respektive Frauchen, fixiert ist. Auch wenn er fixiert. Ja, fixiert einfach auch, dass er weiss, wo das, sein Mittelpunkt ist. Sein, sein,
sein sehr am Frauchen. Und auch wenn er rumsäckelt und rumspeidet, dass er immer weiss, wo wir sind und auch immer schaut. Das macht jetzt er zum Beispiel sehr gut. Wenn er frei säckelt, dann schaut er immer, wo wir sind. Dass er auch jederzeit abrufbar ist. Funktioniert jetzt nicht immer hundertprozentig, aber schon sehr gut. Ja, es sind auch Übungen, wie eben so Warteübungen zum Beispiel, die die Impulskontrolle fördern, die sind natürlich immer auch wieder sehr hilfreich. Also dort muss er sich ja eben auch auf einen Menschen konzentrieren, auf seinen Meister. Und kann nicht einfach selber entscheiden, sondern muss schauen, ja, was erwartet mich von ihm. Der Hund tut ja eigentlich gerne für einen Menschen arbeiten. Prinzipiell. Das gibt dann auch eine gewisse Bindung, jetzt eben gerade solche Übung. Also der Hund muss jetzt dort herhocken. Aber er weiss, wir lassen ihn nicht im Stich, er kann wieder kommen und das macht eben, das bringt auch Verbindung und Vertrauen. Das haben wir auch sehr gut gemerkt, das geht auch immer wie besser, also er vertraut uns immer wie mehr, indem er eben die Übung auch sauber macht. Und bei allem konzentrierter arbeiten ist natürlich auch selbstverständlich, dass er auch frei rumsäckeln und fräsen darf. Oder eben so, dass man zusammen spielen ohne Spielzeug. Da sieht man jetzt so eine Indoor-Variante. Also wenn es mal wirklich so richtig grusig tut draussen, kann man auch drinnen den Hund beschäftigen. Es hat ja vor allem auch ein bisschen den Sinn, dass er sich dann nicht einfach selber beschäftigt mit Zeug, wo man dann nicht will. Sondern dass man immer so ein bisschen eine Richtung gibt. Schau mal, da kannst du dich jetzt sinnvoll beschäftigen. Und da haben wir jetzt ein bisschen Gudeli versteckt überall, so ein bisschen in verschiedenen Ecken, wo er dann die Nase wieder ein bisschen brauchen kann. Ist jetzt nicht ganz so schwierig und anspruchsvoll wie von außen, wo es natürlich noch viel mehr andere Gerüche hat oder Ablenkung. Aber ja, es gefällt ihm natürlich. Das kann man dann auch mit der Zeit ausbauen und dann schwieriger machen, also dass man dann nicht mehr einfach Gudeli Ladler suchen, die stark schmecken, sondern vielleicht auch ein Spielzeug versteckt, das er dann suchen muss oder andere Sachen. Schauen wir dann, was wir da noch herausfinden. Da darf man gut ein bisschen kreativ sein. Der Hund hilft dann schon. Und man kann natürlich auch mit ganz einfachen Mitteln den Hund auch ein bisschen beschäftigen. Wir haben jetzt einfach eine PET-Flasche zusammengedrückt, ein paar Gudeli drin da. Und dann hat er eine Riesenfreude, die rumzuschütteln und dann Gudeli rauskommen. Das hat er sofort gecheckt. Und hier ist er auch noch kleiner. Und man sieht jetzt, dass er ein bisschen grösser ist und es macht ihm immer noch Spass. Es macht ihm sicher auch Spass, wenn er dann schon ein bisschen älter ist. Das ist sicher auch, wenn man es eben nicht jeden Tag führen gibt, oder? Dann bleibt es eben auch lange spannend. Also das ist auch etwas, was wir vielleicht einfach auch zwei, drei Wochen mal wieder führen nehmen und nicht jeden Tag geben. Dann bleibt es eben auch interessant. Eigentlich genau gleich mit seinen Spielzeugen. Das ist, er hat vielleicht ein, zwei Spielzeuge, oder also mehr, vielleicht vier, fünf Spielzeuge, aber verstecken wir, also nehmen wir es wieder fort und dann bekommt er einfach wieder eins und dann bleibt das Zeug auch ein bisschen interessant. Da haben wir ihm mal eins gekauft, so ein Intelligenzspiel, wo er jetzt auch Spielzeug rausnehmen konnte. Also eigentlich waren Bäuerli drin, aber die hat er fast schon gefressen. Aber man sieht, er tut sich ein bisschen zweckend für uns. Das hat sich nicht bewährt, das haben wir wieder wegnehmen. Da war der Drang vom Beutereissen zu gross gewesen. Ja, so haben wir so ein bisschen uns gefunden und der hat, glaube ich, sein Workout gehabt hier. Er ist zufrieden, entspannt. Wir haben für uns herausgefunden, wie unser Hund im Alltag ruhig, entspannt und zufrieden ist. Und glaube, ja, für uns ist unser Mess gefunden. Für die Zeit jetzt, für einen Moment. Für uns stimmt es, ja. Und alles Weitere werden wir erleben. Ja, teilt doch mit uns ein bisschen eure Erfahrungen teilen. Schreibt es in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns über ein Like oder über ein Abo. Danke vielmals und tschüss!